Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, Herr Minister, Sie haben gerade in Ihrer Rede davon gesprochen, wir sollten unser Land nicht schlecht reden. Das machen wir natürlich nicht, aber wir müssen natürlich über die Probleme und die Gefahren reden, die unserem Land drohen. Und das ist einfach notwendig. Also Ihr Wunsch erinnert mich so ein bisschen an die Fernsehnachrichten in der DDR. Bei der Aktuellen Kamera gab es auch immer nur positive Nachrichten von der wirtschaftlichen Entwicklung. Aber das ist, weiß Gott, damals nicht der Fall gewesen. Das ist heute leider auch nicht in allen Gebieten der Fall. Wir leben in einer Sonderkonjunktur. Wir leben in einer Sonderkonjunktur nach wie vor. Herr Lindemann hat das gerade angedeutet, durch eine extreme Geldschwemme der EZB. Und diese Phase wird zu Ende gehen. Das zeigen die ersten Indikatoren. Der IFO-Geschäftsklimaindex dreht nach unten. Es ist deutlich zu merken. Aber diese Regierung verteilt weiter Geld mit der Gießkanne hier und da, vorwiegend im konsumtiven Bereich. Aber bei strukturellen Verbesserungen, die angesichts von Rekordeinnahmen ja möglich wären, haben sie nichts gerissen. Selbst die EU-Kommission attestiert Ihnen im aktuellen Länderbericht, ich zitiere, die Haushaltslage kaschiert, dass Chancen der Finanz- und Strukturreformen vertan werden. Das genau ist die Realität. Ihr Haushalt ist ein Schönwetterhaushalt. Wenn der Abschwung kommt, dann darf diese Bundesregierung direkt in den Schuldenturm einziehen. Das ist die Realität. Wann, wenn nicht jetzt? Muss man investieren in Bildung, Forschung, Infrastruktur. Das tun Sie zu wenig. Und das sind wirklich die Voraussetzungen dafür, dass unsere Wirtschaft und damit unser Land gut durch die nächste Schwächephase kommen. Ich kann Ihnen aus Mecklenburg-Vorpommern berichten. Am letzten Wochenende hatten wir riesige Megastaus wie noch nie. Zum Großteil verursacht durch marode Infrastruktur. Zerbröselnde Brücken, selbst neue Straßen wie die A20 halten nur noch halbtags. Und das kann es nicht sein. Hier muss deutlich mehr investiert werden, damit unsere Handwerker pünktlich zu ihren Baustellen kommen und die Urlauber zu uns an die Küste. Das sind die Probleme, mit denen die Wirtschaft zu kämpfen hat bei uns. Wir sehen doch im Bundeshaushalt, die Investitionen stagnieren, statt zu steigen. Und Besserung ist auch in den kommenden Haushalten leider nicht in Sicht. Wenn wir in den Wirtschaftsetat schauen, dann sehen wir viele Programme, die wenig bringen oder kontraproduktiv sind. Da wird der Energie- und Klimafonds fast verdoppelt, um noch mehr Geld in eine wahnwitzige Energiewende zu verpulvern. Und diese wird bekanntermaßen sowieso scheitern. Planwirtschaft funktioniert nicht, das sollten wir eigentlich alle langsam begriffen haben. Der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft zweifelt mittlerweile ziemlich laut an der dauerhaften Versorgungssicherheit mit Strom. Wir bauen mehr Kraftwerksleistung ab, als neue hinzukommt. Ab 2023 dürfen wir dann wohl mit Blackouts rechnen. Aber das, meine Damen und Herren, würde unsere Wirtschaft wirklich hart treffen. Sie scheitern hier auf ganzer Linie und der Bürger muss es mit Milliarden über seinen Strompreis und über seine Steuern ausbaden. Und da machen wir nicht mit. Wir brauchen deutlich mehr Mittel für die Energieforschung, ja, aber nicht für eine Politik, die Ideologie vor Realität stellt. Wir brauchen Energiesicherheit und die bekommen wir nicht durch Zappelstrom, sondern durch grundlastfähige Kraftwerke. Und da hätten wir mit der neuen Gaspipeline Nord Stream 2 die Möglichkeit, verstärkt auf saubere Gaskraftwerke zu setzen. Aber hier hat man das Gefühl, dass die Bundesregierung langsam einknickt. Jedenfalls lässt das das geänderte Wording der letzten Wochen vermuten. Und heute hören wir in den Pressemeldungen, dass US-Präsident Trump mit Sanktionen drohe, wenn Deutschland nicht auf das bilaterale Wirtschaftsprojekt mit Russland verzichte. Das finde ich wirklich unglaublich. Hier kann und hier muss sich diese Bundesregierung jetzt beweisen. Also seien Sie souverän, handeln Sie im Interesse Deutschlands. Nord Stream 2 ist ein absolut sinnvolles Projekt und die AfD fordert Sie auf, hier kein Jota nachzugeben. Klar ist doch, jede Pipeline, die uns Energie liefert, stärkt unsere Energiesicherheit und Russland war in dieser Hinsicht immer ein verlässlicher Partner. Wir sind eben nicht der Erfüllungsgehilfe für das geopolitische Interesse anderer Länder. Meine Damen und Herren, unsere Wirtschaft steht vor Herausforderungen im nächsten Abschwung und darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Das Wichtigste dabei ist die Hebung des Wachstumspotenzials durch Investitionen in unsere Infrastruktur, in Bildung und Forschung und durch eine echte Entlastung von Steuern und Abgaben. Denken Sie an Ihre Redezeit? Ich bin sofort am Ende, Frau Präsidentin. Dieser Haushalt aber atmet den Geist des Weiter-so und ein Weiter-so können wir uns wirklich schon längst nicht mehr leisten. Dankeschön. Dankeschön. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Johann Saathoff.